Hey und herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal. Heute gibt es eine ganz besondere Folge. Ich habe eine lebende Legende hier zu Gast. Und diese Folge ist interessant für Zahnärzte, zahnmedizinisches Fachpersonal, aber auch wenn du Patient bist und dich einfach für eine unglaublich charismatische und ganz besondere Persönlichkeit aus dem Bereich der Zahnmedizin interessiert, dann ist diese Folge für dich ein absolutes Must-See. Denn ich habe heute zu Gast Professor Günther Dohm. Professor Günther Dohm ist nicht nur Zahnarzt und Implantologe, so wie ich, sondern er hat bewiesen, dass er nicht nur erfolgreicher Unternehmer ist, sondern er gehört zu den Top-Unternehmern in Deutschland in den letzten 2-3 Jahrzehnten. Er hat mittlerweile 4 Praxen aufgebaut mit über 120 Mitarbeitern. Er war DGI-Präsident 3 Jahre lang. Das ist die Dachgesellschaft für Implantologie. Also wer es dahin schafft, der muss nicht nur bohren können und dübeln, sondern der muss auch noch reden können und der muss mit Menschen gut umgehen können. Und wie gut er das kann, darüber reden wir heute. Und ich würde sagen, Günther, stell dich doch mal kurz nochmal persönlich vor. Und wir haben echt spannende Themen vorbereitet. Also, ja, bist du? Lieber Stefan, vielen Dank erstmal für das, für die schöne Einleitung und für die lobenden Worte. Ja. Ich sehe mich als ganz normalen Typ an, der Spaß an der Arbeit hat und der halt immer was gemacht hat und dann da hingekommen ist, wo er hingekommen ist. Ja, also ich glaube, dass das gar nichts Besonderes ist, was ich so mache oder gemacht habe. Und auch, dass das jeder kann, vor allen Dingen, wenn er den will. Ne, das ist immer die Frage, ob man den will. Ne, aber dann kann man schon viel erreichen. Ja, was mache ich? Ich habe einen Sohn, der 17 ist, ja, spät angefangen. habe halt diese Praxen und wie du das gesagt hast, bin ein bisschen engagiert in der Wissenschaftspolitik, war Präsident der Deutschen Gesellschaft für Implantologie, war mal 15 Jahre im Stadtrat und Aufsichtsrat von Kliniken oder mache auch so ein bisschen Standespolitik so nebenbei, aber das ist nicht meine zentrale Geschichte. Die zentrale Geschichte ist eigentlich die Zahnmedizin und die Praxen. Und aber auch ein bisschen Wissen weitergeben an Menschen. So mache ich das im Bereich der Chirurgie, aber ich mache es auch im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung oder des Business oder wie immer man das sagt. Das ist so das, was ich mache. Genau, wir haben uns ja kennengelernt, auch auf einer Fortbildung, die du gegeben hast. Ja. Da ging es ja um das Thema Marketing, Unternehmertum, Praxiswachstum im weitesten Sinne. Ja. Und da haben wir uns im Prinzip gedacht, das wäre doch was für den YouTube-Kanal, weil wir ja mittlerweile auch viele Zahnärzte hier bei uns haben auf dem Kanal, die zuschauen. Aber wir haben auch die tollste Community bei den Patienten, weil die interessieren sich für diese Sachen. Die interessieren sich für den Blick hinter die Kulissen. Ja. Und die wollen die Ärzte, wie sie in Deutschland gerade rumlaufen, kennenlernen. Ja. Auf der persönlichen Ebene und auf der fachlichen Ebene. Das Problem ist, die fachliche Ebene kriegt man immer erst mit, wenn man im Stuhl sitzt. Aber die menschliche Ebene, die kann man über so ein Video, glaube ich, ganz gut transportieren. Und ich habe dich einfach kennengelernt als eine unglaubliche, präsente, klare, empathische Persönlichkeit. Und deswegen fand ich das einfach so genial, dass du dich ins Auto gesetzt hast. Ja, also du kommst ja aus Ludwigsburg. Ludwigshafen, Entschuldigung. Ja, ist egal. 3,5 Stunden mal eben so an einem Sonntag. Ja, und wie alt bist du? Ich bin 71. 71. Eine unglaubliche Energie. Ich glaube, dass das aber auch eine Veranlagungssache ist. Also ich glaube, so Typen wie du... Ich glaube, dass das einfach eine Frage des Spaßhabens ist. Genau, ne? Weil ich Spaß habe, mache ich die Sachen. Und wenn ich keinen Spaß hätte, würde ich es nicht machen. Das ist das Schöne. Ne? Das heißt, du hast dadurch, dass du viel geleistet hast, natürlich auch viele Optionen im Leben. Ja. Und darüber reden wir auch heute. Wie kommt man da vielleicht auch irgendwie hin? Wenn du jetzt gerade junger Kollege bist und du bist voller Energie und weißt aber gerade nicht so richtig, welche Fertigkeiten soll ich weiterentwickeln? Was zählt wirklich im Leben? Ja. Nicht nur vielleicht, dass der Bohrer sich dreht, sondern wir reden heute über das, was neben dem Bohrer stattfindet. Und ich glaube, da können wir auch ganz gut einsteigen. Erzähl doch mal, wie hast du denn damals angefangen als junger Zahnarzt in der Gründung? Und dann bist du ja relativ schnell auch gewachsen. Und dann, ich glaube, erzähl erst mal und dann überlegen wir mal, was waren denn so deine Herausforderungen auf dem Weg? Also zunächst mal habe ich halt Examen gemacht und hatte Ahnung von Zahnmedizin und war der Meinung, man müsste super Zahnmedizin machen und das wäre es dann. Und dann habe ich gemerkt, das ist ein Aspekt von vielen. Ja? Ja. Und ich war, wie soll ich sagen, echt ahnungslos. Ja, echt ahnungslos. Ja. Ich habe dann mal an einem Persönlichkeitsentwicklungsseminar teilgenommen. Das fand ich ganz spannend.
Aber so richtig dolle fand ich das auch nicht. Wann war das? Wann war das denn? 76 oder 86 oder sowas. 86? Ja? 86, okay. Ja. Mhm. Und dann haben die da Prospekte verteilt von einem einwöchigen Seminar zur Persönlichkeitsentwicklung auf Ibiza. Wahnsinn, vor allem vor 34 Jahren. Ja, heute ist das Thema ja sehr präsent. Ja, ja. Vor 34 Jahren war das. Nein, das musstest Fokus, du suchen. Ne? Das musstest du suchen. Ja, das war irgendwo ganz wenige, die sich mit sowas beschäftigen. In den USA ein bisschen mehr schon. Ja, ne? Aber ich war nirgendwo gab es schon vor mir einen Arzt oder Zahnarzt. Ich war überall der Erste. Ja? So. Und dann habe ich diesen Prospekt von Ibiza da gekriegt und habe gesagt, Mensch, das ist ja geil, da kannst du mal Urlaub machen für eine Woche und, vielleicht kannst du auch von der Steuer absetzen. Ja. Und dann bin ich da hingekommen und dann war das ernst. Ja, dann war das ernst. Und dann habe ich zum ersten Mal in meinem Leben über Ziele nachgedacht. Mhm. Ja, also ich wusste, was für Ziele, ja, also Ziele ist, wenn man irgendwo hinfährt. Ja, aber dass man auch selber im Leben Ziele hat, wusste ich bis dahin nicht. Ja, und dann fing ich an, das aufzuschreiben und da mir Gedanken zu machen. Und das war eine Woche, die mich extrem geprägt hat, weil da fing ich dann an, ich wollte jetzt arbeiten. Dann kam ich zurück in meine Praxis. Inzwischen war die ein bisschen gestartet. Ja, es war ja am Anfang, kam ja keiner. Ja. Und dann saß ich da an meinem Schreibtisch, da gibt es heute noch ein Foto. Da sahst du kein Stück von der Tischplatte. Es war alles zugemüllt mit Papier. Und dann habe ich gedacht, du, wenn du so weitermachst, das geht irgendwie nicht. Und so fing ich dann an, mich zu organisieren und mich weiterzubilden. Das ist der erste Schritt. Du hast gefragt, wie hast du angefangen? Ja. Der erste Schritt war, mich erstmal in die richtige in mich zu investieren und, und in die Situation zu kommen, dass ich überhaupt mal vernünftig arbeiten kann, so wie wir das heute tun würden. Es gibt ja einen Spruch, der sagt, ein Ziel ohne Ablaufdatum und ohne, dass du es niederschreibst, ist nur ein Wunsch. Ja, klar. Ja, und Wünsche haben alle, aber Ziele haben nur wenige. So ist es. Ja, und Ziele ist dann, wenn da ein Ablaufdatum dran steht und du machst einen Plan. Klar. Ja, ein Ziel ohne Plan ist ein Wunsch. Klar. So, und das ist das, was ich auch damals gelernt habe, als ich damit angefangen habe. Ähnlich, ich glaube, du warst 37, wenn ich jetzt zurückgerechnet habe, vor 34 Jahren. Ich habe mit der Persönlichkeitsentwicklung, glaube ich, jetzt bin ich 39, ich habe mit 34 angefangen. Also man sieht da ein paar Parallelen. Ja, ja. Ich habe es aber auch einfacher, muss ich echt sagen. Also damals, vor 34 Jahren, damit schon so anzufangen, echt Chapeau. Das war ungewöhnlich, ja. Und alle Zahnarzt sagen, was ein Schwachsinn, das braucht man doch nicht, das kann man doch. Das sagen die heute. Ja, deswegen sind wir ja hier, um diese Glaubenssätze aufzulösen. Ja, um eben zu sagen, was bringt das denn? Ne? Weil am Ende des Tages, was möchte jeder Mensch? Jeder Mensch möchte irgendwie glücklich sein, Erfüllung haben, Sicherheit ein Stück weit. Ja. Das Schöne ist, wenn du viel schaffst und viel machst, dann kommt die Sicherheit von alleine. Am Anfang macht man viel aus einem Sicherheitsbedürfnis raus. Ja. Aber wenn zu viel Sicherheitsbedürfnis dahinter ist, dann stehst du dir nur selber im Weg. Genau. Weil du dann angstvoll bist. Und, du bist verhindert. Und du kannst nur dann wirklich performen, wirklich was erreichen, wenn du eigentlich keine Angst hast. Ja, und das kommt über Selbstbewusstsein, über sich selbst seiner Bewusstsein. Und dann ist man eigentlich relativ furchtlos, weil man weiß, man kann mit allem umgehen, was das Leben so auf einen draufschmeißt. Ne? Du hast dann irgendwann, sammelst du Referenzen, dass du es kannst. Ne? Richtig. Also ich weiß noch, wie zum ersten Mal ich dann diese ursprünglich geplante chirurgische Praxis ausgebaut habe und noch einen Prothetiker reingeholt habe. Wann war das? Das war, weiß ich nicht so. Also ich schätze mal so ein... Ja, vor 90, also 88 oder so. Ja, sowas. Okay, also schon so 2 Jahre, nachdem du im Prinzip auf diesem Persönlichkeits... Ja, genau. Da sieht man mal, wie schnell da sich was bewegt hat. Ne? Dann kam ich auf die Idee, also Prothetik mache ich nicht so gerne. Ne? Ja. Und wenn du es nicht gerne machst, dann musst du eine Lösung finden. Wieder was, was wir gemeinsam aber haben. Aber nicht jammern und jaulen, sondern Lösung. Ja, okay. Genau. Und dann hatte ich natürlich Angst, dass die Überweiser mir das übel nehmen würden. Habe das offen kommuniziert, habe das mit den Kollegen besprochen, habe gesagt, wir haben auch Überweiser, die wollen, dass wir die Implantatprothetik machen. Na so, und dann hat irgendwann mal mein erster Prothetiker gekündigt. Ich dachte, ach du lieber Himmel, ja, jetzt muss er das wieder selber machen. Aber okay, habe ich jemand Neues gefunden. Dann habe ich irgendwann, hat er auch wieder gekündigt, habe wieder jemand Neues. Heute habe ich, weiß ich was, wie viele Prothetiker, aber das ist ja alles anders. Mhm. Und du hast dann die Referenz. Du hast das Problem schon mal gehabt. Du hast es gelöst. Ja. Du bist nicht gestorben. Es ist immer noch in Ordnung. Ja? Ja. Und wenn du solche Referenzen öfter hast,
dann entwickelst du auch eine gewisse Sicherheit und dann sagst du, na gut. Genau. Und selbst wenn du negative Referenzerlebnisse hast, ja, dann kannst du, indem du dich damit befasst, ja auch diese, dann musst du die auflösen. Klar. Das heißt, indem du es nochmal machst. Ja, du weißt aber, weil du andere Dinge schon gelöst hast, vielleicht nicht dieses eine Problem, vielleicht bist du zweimal gescheitert, aber du weißt, die anderen Sachen habe ich alle gelöst bekommen. Also verlierst du trotzdem nicht den Mut. Nee, das ist doof. Diese Resilienz zu haben, zu sagen, ich habe zwar dieses Problem noch nicht gelöst und ich bin da schon zweimal auf die Schnauze gefallen, aber ich habe die Probleme gelöst, ich habe das Problem gelöst und dass du das ganz bewusst machst. Klar. Das ist ja NLP, ne? Neurolinguistische Programmierung. Du holst dir immer wieder die positiven Referenzerlebnisse hervor. Genau. Und damit kommst du eigentlich durch das Leben nicht nur durch, sondern prosperierst und Spaß dabei. Wächst. Genau. Und das Schöne ist ja, dass man dann auch irgendwann in so ein Mindset reinkommt, dass man Probleme zu schätzen lernt. Ja. Also man liebt sie nicht. Ja, aber ja, manchmal schon. Also jetzt nicht so, dass ich sie mir kreieren würde. Ne? Aber manchmal gibt es so Situationen, da gibt es dann irgendwas, wo die kannst du nur selber machen. Irgendein Patient beschwert sich oder so irgendwas. Ja. Ne? Und dann denke ich mir immer, boah, wie geil, ja, das ist eine Führungsaufgabe, ja. Ich darf diese Probleme alle lösen. Richtig. Ja, statt zu sagen, oh, immer ich und ja und so. Das, so Fragen habe ich mir ist ganz, früher, stolz, ne? ganz früher auch. Gestellt. Ne? Aber heute sage ich, komm, ratzfatz, wird gemacht an, und dann ist gut. Ja, und dann hast du wieder ein neues Erfolgserlebnis und. Ja. Ja. Ja, und du kriegst ja auch ganz viel zurück. Ja, klar. Ja, das heißt, je größer das Problem ist, was du löst, umso größer ist auch der Schatz, den du meistens damit hebst. Ne? Also es gibt ja, der Mentor von Tony Robbins, Rowan, hat gesagt, ne, wünsche dir nicht, es wäre einfacher, wünsche dir nur, du wärst besser. Ja. Ja, und wenn du immer besser wirst, dann werden die Probleme nicht leichter, aber sie werden für dich leichter, weil du wächst. So und das Problem wächst ja nicht mit. Aber du musst natürlich gucken, dass du das nächstgrößere Problem löst, weil das Problem fordert dich nicht mehr. Es fordert dich dann das Problem. Und dann wächst du wieder. Und wieder das Problem. Ja. Und in dieses Mindset musst du halt kommen, dass du diese Probleme annimmst und sagst, geil, wieder eine Möglichkeit zu wachsen und ein Stück weiterzukommen. Also das ist, glaube ich, das erste ganz wichtige Learning für euch. Genau, genau. Also nie, es gibt ja Leute, die vermeiden dann Probleme. Nicht? Ja. Also wenn du abhaust vor dem Problem, das ist die schlimmste Lösung. Ja, weil das Problem holt dich immer ein. Ja? Ja. Du musst einfach aktiv sagen, ich löse das jetzt. Ja? Und zwar so, dass es gut ist. Und meistens, also eigentlich hinterher sagst du immer, es war gar nicht so schlimm. Richtig, ne? Auch bei Patienten. Ne? Ja. Es kommen so viele Patienten mit Kino im Kopf. Die haben von ihren Freunden gehört, Weisheitszähne raus, ist so schlimm, weil jeder im Nachhinein natürlich auch gerne, und das ist leider eine Mentalitätsfrage, auch teilweise von uns Deutschen, seine Probleme ganz groß macht und Mitleid möchte und dass alle Leute einem zuhören und das funktioniert über Mitleid ja ganz gut. So, und dann macht man das, was man vielleicht selber gar nicht so schlimm empfunden hat, dann doch nochmal eine Stufe größer, erzählt das dem anderen und weiß gar nicht, was man damit im Kopf des anderen anrichtet. Wobei man sich doch manchmal wundert, wenn man hört, dass so ein Kollege eine Stunde an so einem Weisheitszahn rumoperiert. Ne? Ja. Und da denkt man sich, naja, hätte er es doch besser gleich am Anfang wohin geschickt. Ja? Das stimmt, das stimmt. Wär für beide gut gewesen, für den Patienten und für den Kollegen. Das ist eine gute Überleitung zum Thema Führung und Selbstführung. Ja. Wenn man weiß, wer man ist und was man kann und was man nicht kann, dann hat man Klarheit. Und in vielen Zahnarztpraxen ist das Thema Führung und Selbstführung, also Selbstführung hat ja jeder, ne? Jeder führt sich jeder führt zumindest eine Person, nämlich sich selber, auch wenn er keine Führungsverantwortung hat. Wie auch immer. Ja, wie auch immer. Und, ja. Das heißt, Selbstführung hat ja auch viel mit Disziplin zu tun, hat viel mit auch abgeben können zu tun, viel mit sich selbst seiner Bewusstsein und zu wissen, das kann ich und das kann ich nicht, also sprich, schicke ich das weg. Ja. Mache ich das jetzt? Wachse ich daran? Hole ich mir Rat? Oder vielleicht einen Mentor, der mir zeigt, wie ich das dann kann, wenn ich es jetzt noch nicht kann? Klar. Wie wichtig findest du Selbstführung für einen Praxisinhaber, bevor er selber eine gute Führungskraft wird? Es ist die Voraussetzung. Also ich bin der Meinung, natürlich habe ich ja auch angefangen und hatte keine Ahnung. Ja, so wie wahrscheinlich die meisten. Aber ich habe dann halt meine Defizite erkannt und habe gemerkt, wenn ich jetzt nicht eine vernünftige Arbeitstechnik habe, mein Schreibtisch leer ist oder eine Ablage habe oder irgendwas organisiert ist, kriege ich nichts gebacken. Ja. Ja. Und dann habe ich halt angefangen, mir einen Coach zu engagieren. Ja? Und habe halt angefangen, mich da einzuarbeiten in ganz banale Dinge. Und und dann irgendwann ist das alles erledigt und dann hast du freie Kapazitäten und freies Hirn und du freust dich dabei und alles läuft und dann, also
Manchmal bin ich gefragt worden, wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist? Und ich bin der festen Überzeugung, dass es nur die Arbeit an mir selbst war. Ja, und das war die Voraussetzung. Und wenn du das hingekriegt hast, und dann kommt der Rest von alleine, wenn du nicht ganz bescheuert bist. Da kommt mir wirklich gerade eine Idee, also was heißt eine Idee, sondern eine Eingebung im Sinne von, du kannst nur dich selber wirklich zu 100% verändern. Andere kannst du nur beeinflussen, maximal. Dich selber kannst du mit einer Entscheidung um 180 Grad drehen. Theoretisch. Ja. Natürlich, klar. Ja. Du musst erst Glaubenssätze auflösen und es gibt auch Veranlagungen in eine oder andere Richtung. Wenn du aufbrausend bist vom Charakter her, ist es... Aber selbst das kannst du beeinflussen. Kann man beeinflussen, habe ich auch gelernt. Ja. Also dementsprechend, fang bei dir selber an. Ja. Super wichtig. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Learning. Also die einzigen Menschen, die wir zu 100% beeinflussen können, sind wir selber. Richtig. Ja? Nummer eins. Nummer zwei, ich kann nicht alle Ereignisse, die um mich herum passieren, beeinflussen. Ja. Ich kann aber beeinflussen, wie ich sie bewerte. Ja? Ja. Also jede Praxis hat irgendeinen Patient, wo sie alle die jammern und jaulen, wenn sie den Namen hören. Oder auch zehn. Oder, ja, oder so. Ne? So hatte ich auch eine. Und die ging mir so auf Makrone, dass ich irgendwann gesagt habe, also entweder springen die um oder springen mich um. Ja, das war aber keine gute sozialverträgliche Lösung. Deswegen habe ich beschlossen, die Patientin umzudefinieren. Ja, und ich habe sie umdefiniert vom Energiestaubsauger Nummer 1 zum Lernprozess. Nämlich Lernprozess, dass ich nie mehr solche Patienten, die mit so vielen Seiten, wo so mit Linien alles aufgezeichnet ist, was die Zahnärzte alles falsch gemacht haben und nicht mehr behandle. Mhm. Ich war immer noch die gleiche Patientin, aber ich habe mich nicht mehr geärgert. Ja. Dann habe ich sie mir noch so 2-3 Monate gegönnt, ja, damit ich auch richtig lerne. Ja, und dann habe ich gesagt, tut mir leid, ich kann Ihnen nicht mehr helfen. Ne? Aber das ist ein Beispiel dafür, wie man, also das war, ich war derselbe, die Patientin war derselbe, das Verhalten war immer das, ich habe sie nur umdefiniert. Ja. Ja, und das ist alles. Und das können wir. Wir können Ereignisse so, so oder so bewerten. Das, richtig. Ne? Das ist ja auch wieder eine Kernaussage des NLPs. Ja, ne? Wie bewerte ich? Ja, es ist nie zu spät für eine schöne Kindheit. Ja, das ist ein schöner Spruch. Ne? Das heißt, wenn ich eine, vielleicht in den Augen von vielen eine schlimme Kindheit habe, dann kann ich doch jetzt sagen, ich werde trotzdem erfolgreich oder ich werde gerade deswegen erfolgreich. Genau. Ne? Und wenn ich das umdefiniere, ich werde trotzdem zu gerade deshalb, dann ist es viel positiver und das setzt mehr Energie frei. Und Energie ist unser Treibstoff. Klar. Ja, und das haben wir ja gerade schon am Anfang gesagt, die Sachen, die dir Spaß machen. Ja. Andere Bewertung bedeutet höchstwahrscheinlich mehr Spaß von Energiestaubsauger zu Lernprozess. Ja. Lernprozess ist positiver, Energielevel geht hoch und deine Ergebnisse verbessern sich wie von selber. Ja. Das ist ein unglaublich wichtiges Learning. Habe ich selber auch gehabt vor ein paar Jahren. Ja. Und ich habe auch sehr schnell mich in diese Negativitätsspirale reinziehen lassen. Das ist wahrscheinlich menschlich, nicht? Weil, guck mal, unsere Vorfahren, die mussten sich, wenn die einmal was Negatives erlebt haben, da, als sie da noch da im Dschungel draußen rumgerannt sind, dann mussten sie lernen, sich nicht mehr in diese Situation zu begeben. Das war eine Überlebensstrategie. Ja. Aber heute gibt es da keinen Säbelzahntiger mehr da um die Ecke oder so irgendwas. Und dieses Verhalten, was mal für uns wichtig war, ist nämlich, sich an das Negative mehr zu erinnern als an das Positive, ist heute nicht mehr so wichtig und sehr schädlich. Okay, also Thema Selbstführung, ich fasse das mal zusammen. Ja, klar. Man sollte an sich selber arbeiten, an seinen Glaubenssätzen, man sollte die Bewertung ändern der Ereignisse, Selbstverantwortung übernehmen, vor allem, ne? Im Prinzip nicht auf andere das schieben, sondern das, was man selber beeinflussen kann, sollte man maximal beeinflussen. Das, was man nicht beeinflussen kann, darüber sollte man sich minimal ärgern oder maximal daraus lernen. Ja, und ein mittelalterlicher Mönch hat gesagt, und Gott gebe mir die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden. Ja, also wie viele kämpfen gegen Sachen, wo sie überhaupt nicht beeinflussen können, regen sich darüber auf. Ja. Wenn du weißt, was du beeinflussen kannst und was nicht, und dann lässt du die Sachen, wo du nicht beeinflussen kannst, einfach weg. Ja, also es gibt ja sogar ein Drei-Schalen-Modell dazu. Es gibt den inneren Bereich, das kann ich zu 100% beeinflussen. Es gibt den Einflussbereich, der liegt im Außen, aber den kann ich sehr gut beeinflussen. Und dann gibt es den Interessenbereich. Und den Interessenbereich kann ich nicht beeinflussen. Ne? Ich interessiere mich vielleicht für das Wetter, ich interessiere mich vielleicht für Politik. Die kann ich
vielleicht langfristig beeinflussen, wenn ich jetzt anfange, ins Politische zu gehen, aber so nicht so wirklich. Ne? Also, aber nicht short-term. Die Realität sagt, es ist sehr, sehr schwer zu beeinflussen. Genau, und deswegen braucht man sich über diese Dinge auch nicht ärgern, sondern man sollte mit den Voraussetzungen, die man gegeben kriegt, das Maximum rausholen. Ja. Im Prinzip ein Rezept für maximales Glück. Tschüss. So, jetzt sind wir bei der Selbstführung durch. Jetzt gib doch mal Tipps. Du hast 40 Jahre Unternehmererfahrung ungefähr. Was würdest du jemandem, der jetzt in der Uni fertig ist, raten? Wie werde ich eine maximal gute Führungskraft? Was sind so die 2, 3, 4 Eigenschaften, wo du sagst, die sollte ich mitbringen, an denen sollte ich vor allem aktiv arbeiten? Ja, also wenn ich das so sagen darf, meiner Meinung nach der wichtigste Punkt ist, an sich selbst zu arbeiten. Wo könnte ich persönlich besser werden? Ja, könnte ich mich mehr fokussieren, lasse ich mich zu leicht ablenken, bin ich nicht konsequent genug oder habe ich keine Ziele oder schreibe ich sie mir nicht auf? Ne? Also das ist ja immer wieder spannend. Ja, wenn du also siehst, Selbstreflexion im Prinzip. Ja, Selbstreflexion. Aber die meisten Leute schreiben ihre Ziele ja nicht auf. Ja? Oder ihre Defizite. Oder auch nicht. Weil es ja erstmal weh tut. Ja, klar tut es weh. Ja. Erstmal den Spiegel anschauen und zu gucken, wo bin ich denn schlechter als mein Umfeld. Oder wo bin ich schlechter, als ich sein will. Ja? Oder so. Man kann ja auch schon gut sein in etwas. Und trotzdem, wenn man einen eigenen Standard eigentlich intern hat, der sagt, ich will nicht gut sein, ich will außergewöhnlich sein. Dann musst du was dafür tun. Richtig. So. Also erster Punkt, für sich an sich selber angucken. Ja. Keine Angst davor haben, die Komfortzone zu verlassen. Mhm. Weil nur wenn du die Komfortzone verlassen kannst, kannst du besser werden. Ja. Und das wissen alle Sportler. Ja, jeder Sportler, der trainiert, hört nicht dann auf, wenn er müde wird. Oder wenn er sagt, morgen kriege ich Muskelkater, sondern mach weiter. Ja? Und die gehen aus der Komfortzone, weil sie wissen, nur außerhalb der Komfortzone werden sie besser. So. Und das ist bei Persönlichkeitsentwicklung genauso. Richtig. So? Man muss sich erstmal auseinandernehmen lassen, um sich dann größer oder als mehr als die Puzzleteile zusammenzusetzen. Also, oder selbst sich auseinandernehmen. Genau, also in irgendeiner Art und Weise muss man irgendetwas auch aufgeben, um etwas Neues zu machen. Genau, und das Wichtige ist, du kannst ja nur glücklich sein zum Schluss, wenn du deine eigenen Ziele erreichst. Ja? Also Glück sein oder erfolgreich sein heißt ja, die eigenen Ziele zu erreichen. Und wenn du die halt nicht weißt, das ist völlig Banane, was du machst. Ja? Ja. Du musst erstmal wissen, was ich eigentlich will. Also ich wusste relativ früh, ich will eine chirurgische Überweisungspraxis. Ja? Dennoch musste ich am Anfang Prothetik machen, weil wir keinen Prothetiker hatten und die Überweiser das wollten. Und weil das die kleinen Bausteine sind, die du auf dem Weg dahin eben abarbeiten musst. Ja. Aber dann, irgendwann habe ich das hingekriegt, dass ich nur noch Chirurgie gemacht habe. Ne? So. Und dann irgendwann war mein Ziel am liebsten fast nur noch Implantologie. Ja. Und das ist nicht von heute über morgen passiert, sondern das dauert natürlich. Ja. Aber ich natürlich mal nur 8 daraus. Das wollen ja auch noch andere. Ne? Ich meine, du musst dich wenn du irgendetwas willst, was viele wollen und wenige haben, dann nennt sich das Konkurrenz. Ne? Oder Marktbegleiter, wenn man es politisch definieren will. Ja. Und insofern musst du halt wissen, wo du hin willst. Und wenn du dann dahin kommst und dann freust du dich und es geht dir gut. Ja, klar. Und das ist schön. Ich finde es aber fast, also ich finde es mittlerweile, ich war früher noch, also als ich angefangen mit der Persönlichkeitsentwicklung, war ich extrem zielgetrieben. Hm. Ich würde sagen 95,5. Mittlerweile ist es mir ganz, ganz wichtig, dass die Reise dahin auch Spaß macht. Genau. Weil sonst hältst du es nicht durch. Das ambitionierteste Ziel zu setzen und auf der Reise keinen Spaß zu haben, wird schwierig. Das habe ich einfach gemerkt. Ich habe mir ein paar Ziele gesetzt, die zwar vom Ziel her attraktiv waren. Ich habe aber keine Reise gefunden, keinen Weg, der Spaß gemacht hat. Also habe ich das Ziel aufgegeben. Gute Idee. Super. So. Und wunderbar. Ich glaube, viele beißen sich teilweise in etwas fest, was sie gerne sein oder haben oder erreichen möchten. Haben aber vielleicht wäre ein anderes Ziel besser, weil sie dafür schon viel mehr Voraussetzungen haben, weil es besser in ihrem Naturell liegt, weil es ist immer auch die Umstände. Ne? Wer sagt, die Welt ist fair, das stimmt nicht. Ja, jeder ist mit unterschiedlichen, es nennt sich auch unfairen Vorteilen geboren. Ja, es gibt faire Vorteile, das sind die, die du dir selber erarbeitest. Ja. Jeder kann ein Buch lesen und danach aus dem Buch anwenden. Aber nicht jeder hat Netzwerk, Beziehungen, ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort geboren, ist 2,10 Meter groß, wenn er Basketball spielen will oder ist maximal klein, wenn er irgendwie durch ein Loch kriechen will. Ja, also dementsprechend gibt es ein paar Dinge, die sind unveränderbar und dementsprechend sollte man sich Ziele setzen, die zu den Voraussetzungen gut passen, sodass die Reise wirklich toll sein kann. Absolut, absolut, absolut. Ja, absolut. Stefan, ganz klar. Ja, also was würde ich jetzt den jungen Kollegen empfehlen? Erstmal
an sich selber arbeiten, wissen, was ich will, wo ich hin will, ja, was ich alles erreichen will und dann mir überlegen, wie komme ich dahin. Ja? Ja. Und natürlich brauche ich dazu, jeder braucht Führungsfähigkeiten. Ja, was sind Führungsfähigkeiten? Menschen motivieren, für dich zu arbeiten und das am liebsten gerne mit Spaß und mit Erfolgsgefühlen. Ja? Ja. Also musst du die Mitarbeiter natürlich auch behandeln wie Wesen, die du mehr coachen und unterstützen willst, damit sie da hinkommen. 100%. Wie als Dressur im Zirkus. Ja? Richtig. Und du musst die auch ordentlich bezahlen. Ne? Ich sage immer, wer seinen Mitarbeitern nur Peanuts gibt, der darf sich nicht wundern, dass er eines Tages nur von Affen umgeben ist. Ja, ja klar, geil. Ist doch logisch. Den Spruch kannte ich noch nicht. Nein, super. Aber ja, weißt du, das ist doch normal. Also so Beziehungen funktionieren doch nur, wenn du als Chef zufrieden bist und wenn die Mitarbeiter zufrieden sind. Sonst geht der Mitarbeiter oder du hast keine Lust mehr und trennst dich von den Mitarbeitern. Ja. So, und wenn man das einmal begriffen hat, dann muss man halt überlegen, klar musst du sagen, was du willst, klar musst du gucken, dass die alle zur Erreichung der Ziele in die richtige Richtung arbeiten. Ja. Aber du kannst es in einer fiesen Art machen und dann... Mhm. Mit Angst und Zwang. Das war ja früher der Führungsstil, genau, der dann, 70er, 60er, 80er. Ja. Und dann ist dein Leben halt mit Zwang und Angst voll. Oder du hast halt Spaß daran und coachst sie und dann hast du tolle Mädels und hast Freude und alle schaffen und bleiben auch länger und keiner meckert und alles gut. Weißt du, ich definiere das immer so ein bisschen, ich bin derjenige, der Kapitän auf dem Schiff ist. Jo. Und ich gebe die grobe Richtung vor. Ja. Aber wie das Schiff gebaut wird und welche Segel gesetzt werden und wer auf dem Schiff was macht, das ist vollkommen frei. Ja, jeder, der auf dem Schiff arbeiten möchte, soll sich mit maximalen Stärken einbringen können. Genau. Das heißt, man sollte auch Mitarbeitern, wo man merkt, die sind in dem Bereich nicht glücklich, immer erstmal gucken, kann man die nicht umleiten, anstatt sie zu zwingen, in dem Bereich besser zu werden, den sie gar nicht mögen. Das ist ein Geheimnis des Erfolgs. Menschen nach ihren Stärken zu entwickeln. So, also du musst einfach gucken, dass die Leute, die für dich arbeiten, dort eingesetzt werden, wo sie die meiste Freude haben. Ja, und manchmal wissen die das ja selber nicht. Nee, das ist ja der Punkt, den du leisten musst, zu erkennen, da könnte derjenige Spaß haben. Du, ich hatte vor vielen Jahren einen Kollegen und er hat gesagt, und ich war, ja, der war so ein bisschen so ein durchschnittlicher Typ. Und dann sagt er irgendwann, ach Günther, ich glaube, unsere Endo könnte heute besser sein. Ja, da hast du recht. Ja, sagt er, ich glaube, das würde mir Spaß machen. Hättest du was dagegen, wenn ich mich da... Nein, sag ich, wunderbar, wunderbar, mach nur, kriegst Unterstützung und. Du, der macht heute eine so gigantische Endo. Ich meine, für einen Chirurg, der auch mal WSR macht, ist natürlich eine andere Seite, aber ist alles gut. Und der kriegt Überweisungen von anderen Kollegen inzwischen, ja, weil der sich rumgesprochen hat, was der da alles macht. Der bringt ja noch, holt ja noch aus dem gekrümmten Wurzelkanal vom Sechser ein abgebrochenes Instrument raus. Und geil. Und der Typ ist so glücklich. Der sitzt vor seinem Mikroskop, würde ich verrückt werden. Ja, aber der hat so viel Freude dabei. Und das ist einfach eine Win-Win-Situation. Das ist super schön zu sehen. Und das ist eine Freude und ein großes Glück. Und ich bin sehr dankbar, dass der bei uns im Team ist. Ja. Nee, und da musst du einfach die Leute musst du da hingehen lassen, wo sie Freude haben. Du musst als Führungskraft es schaffen, die Begeisterung in den Menschen zu entfachen und aufrechtzuerhalten. Ja, klar. Ja, und auch zu merken, wenn es dann vielleicht auch erlischt. Ja, das heißt, du bist eigentlich die Nummer 1 Managementkraft. Gleichzeitig bist du natürlich auch Unternehmer. Ja, klar. Auch in ganz großen Unternehmen kann natürlich irgendwann der Unternehmer auch Führungsaufgaben wegdelegieren. Klar. Das ist so. Klar, muss auch sein. Man braucht gute Manager in größeren Unternehmen, die dann eben genau diesen Part übernehmen. Trotzdem musst du natürlich wiederum deine Manager führen. Klar. Und du bist im Endeffekt immer auf der Pyramide, top to bottom, so letztendlich die Führungskraft, die den Geist des Unternehmens in das Unternehmen reinbringt. Und aufpassen muss, dass er bleibt. Du bist dafür verantwortlich, weil wenn das Unternehmen eben nicht funktioniert, dann sind häufig viele Familien, viele Arbeitsplätze in Gefahr. Und das ist natürlich auch eine große Herausforderung und Verantwortung. Wie siehst du das Thema Personal in der Zukunft in der Zahnarztpraxis? Ist es ein Thema, was sich wieder von selber regulieren wird? Weil momentan ist ja Personal wirklich ein Thema, was viele Praxen als absolutes Angstthema haben. Da finden wir noch gute Leute. Wir haben überhaupt keine Hilfspersonalsachen mehr. Also wir haben keine ZFAs mehr. Wir haben keine ZMPs mehr, also keine Prophylaxekräfte. Wie macht ihr das? Merkt ihr das momentan am Markt, dass es schwieriger wird? Klar. Und wie denkst du,
wird sich der Markt in den nächsten 2-3 Jahren entwickeln oder in den nächsten 5 Jahren? Also ich bin der Meinung, also das Thema hat sich ja so langsam entwickelt. Mhm. Ja, das hat ja schon vor ein paar Jahren angefangen. Ja. Und ich bin der Meinung, es ist noch nicht auf dem Höhepunkt. Mhm. Also ich bin der Meinung, es wird in den nächsten 10 Jahren nicht mehr die Herausforderung sein, Patienten zu kriegen, ja, sondern Mitarbeiter zu kriegen. Ja? Das heißt, die Mitarbeiter werden seltener werden, noch viel seltener. Das ist ein demografischer Prozess. Ja. Und ich sag mal, manche Kollegen haben halt in der Vergangenheit alles getan, dass die Mädels dieses Berufsfeld verlassen. Ja? Ja. Indem sie nicht richtig bezahlt haben, indem sie immer zur Sau gemacht haben, indem sie und. Nicht gefördert. Ja, ja, klar. Was ja noch auch noch eigentlich im eigenen Interesse gewesen wäre von den Zahnärzten. Natürlich. Ne? Also, ne? Oder keine mehr ausgebildet und was du da alles so hörst. Ne? Also, ja, du musst die Leute ausbilden, du musst sie ordentlich bezahlen. Das ist die Mindestvoraussetzung. Ja, also ja, wir haben zum Beispiel, wir haben für unsere Azubis, da werden die Berichtshefte kontrolliert, da gibt es immer Gespräche, es gibt jede Woche eine kleine Übung, wo die sich treffen, da lernen die, ich sag mal, vom Alginat anrühren, das verstehen ja viele Zahnärzte noch, bis zum Menschen aus dem Wartebereich holen und ins Behandlungszimmer bringen. Habt ihr so eine Art Mentor für die Azubis? Ja, super. Mhm. So, und weißt du, ich meine, und dann musst du mit den Leuten darüber sprechen. Also ich bin großer Fan von ergebnisorientiertem Arbeiten. Wir fragen die, was willst du damit erreichen, wenn du einen Patienten vom Wartezimmer ins Behandlungszimmer bringst? Ja. Und dann sagt die eine, ich muss der Frau Doktor einen Achter auf den Stuhl setzen. Und dann sage ich, nee, das musst du nicht. Und dann frage ich die anderen. Dann sagt die eine, ich hätte gern, dass der Patient von uns begeistert ist. Sag ich, das gefällt mir gut. Ja. So. Und dann ist die Frage, und dann hat die mit dem Achter auf den Stuhl gesetzt und hat gesagt, oh ja, doch, das finde ich auch gut. Ne? Und dann sage ich, ja, was findest du denn besser? Oh ja, eigentlich finde ich besser, wenn er von uns begeistert ist. Hat die nie drüber nachgedacht. Ne? Und das ist ja deine Aufgabe, das zu vermitteln. Und natürlich wird eine Mitarbeiterin, die will, dass der Patient von uns und von ihr begeistert ist, diesen Patienten ganz anders dahin bringen, wie eine, ich muss wieder einen Achter auf den Stuhl setzen. Ne? Ja. Und indem du es schaffst, die Leute auf diesen Fokus zu kriegen, dass die eben merken, was sie eigentlich erreichen wollen. Ja? Mhm. Und nicht so, wie so manche langweilte Lufthansa-Stewardess, wenn die Leute aus dem Flieger ausstehen, wiedersehen, vielen Dank, auf Danke, wiedersehen, ja, kannst du weglassen. Das Warum stärken. Ne? Ja, genau. Warum ist mein Beruf eigentlich wichtig? Ja, klar. Auch, ne? Nee, und wenn du den Spirit in die Mädels kriegst, zumindest zum Teil, dann hast du total tolle Leute, du hast Spaß und du bist erfolgreich. Ja? Und das ist das Ding. So, was müssen wir machen in der Zukunft, um deine Frage noch zu beantworten? Wir müssen neue Wege gehen. Ja? Mhm. Also wir müssen das machen, was du ja auch machst und was wir auch machen. Früher vor 30 Jahren mussten die einen handgeschriebenen Lebenslauf und sowas alles abliefern. Ja, ja, man muss es einfach machen. Ne? Ja, du musst die Schwelle niedrig machen. Ja. Du brauchst ein Image am Markt. Den Beruf wieder attraktiv machen. Du musst den Beruf attraktiv machen. Das heißt, du musst sie ordentlich bezahlen. Und du musst aber den Mädels Erfolgserlebnisse geben. Und du musst ihnen auch unter Umständen Karrieremöglichkeiten anbieten. Genau, da sind wir wieder bei Stärken fördern. Ja, nicht in diesem engen Denken zu sein, dass eine zahnmedizinische Fachangestellte nur Speichel absaugt. Ne? Ja. Der Beruf kann so breit werden. Absolut. Ja, und ich behaupte sogar, wir müssen dahin kommen, dass wir echte Aufstiegsmöglichkeiten haben. Ja. Ich habe vor Jahr und Tag ein Konzept gemacht für einen Bachelorstudiengang zur Dental Hygienist. Ja, ach, was meinst du, wie die Standespolitiker mich fast gekreuzigt hätten? Ja, die nehmen uns die Arbeit weg und was weiß ich, was da alles gehört hat. Statt zu sagen, hey, du kannst mit mittlerer Reife und der entsprechenden Berufsausbildung einen akademischen Grad erwerben. Ja. Ja. Das können nicht viele Berufe bieten, aber wir könnten es. Ne? Ja. Aber da gibt es halt immer Widerstände, ist auch egal. Aber ich sage einfach, wir müssen den Mädels auch Karrieremöglichkeiten bieten. Das ist meiner Meinung nach. Vor allem, weil es ja häufig auch Spätstarter sind. Ne? Genau. Nicht jeder ist in der Schule der Einsertyp, weil das Schulsystem eben auch nicht die richtigen Leute fördert, die vielleicht eher so die Macher sind. Ja. Ne? Es gibt dieses akademische System, ja, wenn du gut Mathe, Chemie und alles kennst, kommst du an die Uni. Genau. Und wenn du eher so der vielleicht pragmatische Typ bist, was ja nicht weniger wertvoll ist für ein Unternehmen, gerade in der Handwerksbranche oder bei uns halb Handwerk, halb akademisch, brauchen wir diese Anpacker-Leute. Ja, klar. Und wenn die
dann später noch eine gewisse, die sind ja nicht dumm, die sind ja auch intelligent. Ja. Und die können später lernen. Und da muss man denen eben auch einen Weg bieten. Ja, sehe ich 100% genauso. Ja, und ich glaube, wenn wir alternative Wege des Recruitings gehen, also zum Beispiel Social Media und eben nicht mehr den handgeschriebenen Lebenslauf verlangen, ja, dann ist das vielleicht ein bisschen mehr Arbeit für uns, aber das ist ja nicht schlimm. Wir werden gute Leute finden. Richtig. Im Endeffekt konkurrieren wir in der heutigen Zeit, und ich habe das ja schon oft gesagt, wir sind in einem Aufmerksamkeitszeitalter. Ja. Wir sind nicht mehr in einem Informationszeitalter, sondern Aufmerksamkeit ist die neue Währung. Klar. Und jeder konkurriert mit jedem um Aufmerksamkeit, um Screentime auf dem Handy, um Gesprächszeit, weil wir so viele Impulse von extern kriegen, die alle unsere Aufmerksamkeit haben wollen. Und die Zahnmedizinbranche konkurriert mit der Friseurbranche, mit der Bankenbranche, mit der Kosmetikbranche, mit der Influencerbranche, mit allem. Und wenn die Zahnmedizin es nicht schafft, ihren Fair Share an Aufmerksamkeit, positive Aufmerksamkeit zu bekommen und zu sagen, hier gibt es einen attraktiven Beruf, Sicherheit, Selbstbestimmtheit, das richtige Warum, also Menschen helfen, ist eigentlich attraktiv. Ja, die Pflegebranche ist von der vom Grundsatz her eine sehr sehr befriedigende, und du weißt, du machst was Gutes. Ja? Ja. Ich möchte mein Geld nicht als Casino-Betreiber verdienen. Damit mache ich nichts Gutes. Damit mache ich mir selber die Taschen voll und nehme den anderen was weg. Ja. Als Zahnmediziner kann ich den Menschen wirklich was geben. Ja. Und natürlich verdient man damit auch Geld, ist vollkommen klar. Aber wir haben das beste Produkt, nämlich wir können Menschen wieder strahlen lassen, wir können sie lächeln lassen. Ja. Und als zahnmedizinische Fachangestellte daran einen großen Teil zu haben, ist attraktiv in sich. Ja. Und jetzt müssen wir das drumherum wieder attraktiv machen. Und das müssen wir auf allen Kanälen kommunizieren. Sehe ich so. Gut, ich würde sagen, Teil 1 dieses unglaublich spannenden Interviews, würde ich sagen, 40 Minuten ungefähr jetzt. Wir machen einen Teil 2. Und in Teil 2 reden wir über das Thema Mindset nochmal. Nochmal Persönlichkeitsentwicklung ganz tief. Ich glaube, jeder von euch ist mittlerweile gespannt, was du für deine Persönlichkeitsentwicklung auf dem Weg gemacht hast. Wir haben das erste Seminar schon mitbekommen. Mich interessiert aber, was hast du auf dem Weg noch weitergemacht in die Richtung? Stichwort NLP und einige andere Dinge. Und wir reden, und jetzt wird es richtig spannend, über das Thema Geld. Ja. Wir reden einmal über das Thema Geld, einmal auf der persönlichen Ebene, Umgang mit Geld. Und dann aber auch für Zahnärzte, wie sollte ich als junger Zahnarzt mit dem Thema Geld umgehen, um langfristig erfolgreich zu sein. Und wenn euch das interessiert, schaltet ihr nächste Woche wieder ein oder übernächste. Wir müssen mal gucken, wann wir es bringen. Auf jeden Fall schreibt doch mal unten in die Kommentare, was sagt ihr zu Professor Günther Dohm? Unglaubliche Persönlichkeit, oder? Ich bin gespannt, was ihr drunten schreibt. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich. Freue mich. Alles klar.